Heute machen wir den zweiten Teil vom Fantasieauge. Hallo und herzlich willkommen zu dem zweiten Teil vom Fantasieauge. Das ist das Fantasieauge, das wir gestern begonnen haben. Und ich war einfach dann gestern schon so müde und außerdem, ja, wäre das Video einfach zu lang geworden. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht auch nicht, aber ja, wie gesagt, ich war einfach dann schon so müde und wollte das erst heute fertig machen. Insofern auch deshalb, weil es einfach trocknen musste. Und ja, heute kann ich mit frischer Energie weitermachen. Heute ist auch Sonntag, deswegen habe ich ganz viel Zeit zu malen, was mich auch sehr freut. Und genau deswegen starten wir. Also hier habe ich eigentlich mit Aquarellfarben gemalt, mit denen hier, also von der, nicht Claudia, sondern Victoria, habe ich euch eh schon öfter erzählt von ihr. Die heißt Victoria Hilbrecht und ihre Marke heißt, also ihre Unternehmen eigentlich heißt VH Aquarell, also diese Farben heißen VH Aquarellfarben. Heute habe ich, wie ihr sehen könnt, auch meine ganzen Buntstifte ausgepackt. Das sind ja eigentlich die Buntstifte von meinen Eltern, die ich immer als Kind benutzt habe in der Schule. Hier zum Beispiel von Lyra Super Ferbi, glaube ich, heißen die. Ich schaue mal, ob ich noch irgendwo eins finde, wo das Ganze draufsteht. Ich war ja in der Waldorfschule und... Ja, Lyra Ferbi. Genau, immer wenn ich mit denen mal, dann ja, erinnere ich mich an meine Schulzeit. Das habe ich eh gestern schon gesagt. Heute habe ich eine voll gute Idee, was die Wimpern betrifft. Und die machen wir auch jetzt gleich. Und zwar werde ich Blumen als Wimpern machen. Genau, dazu nehme ich mir erstmal eine grüne Farbe. Hier habe ich noch ganz wenig in diesen, nicht Tube, sondern wie heißt das, in diesen Schälchen da, wo die Aquarellfarbe drinnen ist. Ich liebe es übrigens auch, die leeren Schälchen, also ich sage jetzt einfach mal Schälchen, aufzuheben und dann in diesen Schälchen, also in dem Ding da drinnen, ich das abbringen, in sowas drinnen da, meine ich, dann die Farbe zu mischen. Das klappt, finde ich, echt gut und genau deswegen. Ich würde sagen, wir starten. Wir feuchten uns jetzt erstmal die Farbe hier an, die noch hier drinnen ist. Es ist ja eh nicht mehr so viel und vermischen sie ein bisschen, also damit sie an, wie sagt man das, angeregt wird. Keine Ahnung, ich weiß es jetzt gerade nicht. Angemischt in jedem Fall und können die ersten Wimpern ziehen, die nachher dann auch zu Blumen werden. Ich überlege gerade nur, ob das Auge ein linkes oder rechtes Auge ist. Naja, wir machen es einfach mal. Es ist ja auch ein Fantasieauge, deswegen darf das ruhig so ausschauen, wie es eben dann ausschaut. Ah ja, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sophie. Wenn du mich noch nicht kennst, dann stelle ich mich kurz bei dir vor. Ich bin Reiki-Meisterin, ich bin Buchautorin, ich bin eben Künstlerin. Und ja, vieles mehr. Und ich liebe es, mich kreativ auszudrücken. Das seht ihr jetzt auch heute in dem Video. Ich liebe es einfach, mich kreativ auszudrücken. Und deswegen schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine kostbare Lebenszeit. Ja, aus irgendeinem Grund drehe ich mir immer das Blatt immer gern um. Ich weiß auch nicht, warum ich das mache, aber und mal dann so von der Seite. Ich weiß auch nicht, wie gesagt, warum. Aber es ist eben so. Ja, wir machen uns jetzt erstmal die Wimpern, die dann eben zu Blumen werden. Ich drehe es mir doch mal kurz nochmal um. Können ruhig geschwungen sein. Ihr kennt ja Wimpern. Und wie gesagt, es sind Fantasiewimpern. Also so schauen Wimpern nicht echt aus. Aber es soll ja Freude bereiten. Das ist das Wichtigste, finde ich, beim intuitiven Malen oder beim intuitiven Zeichnen, dass man Freude daran hat. Ah ja, genau, und unten machen wir das Ganze auch noch, weil unten, also die unteren Wimpern sind ja auch wichtig. Hier machen wir auch dasselbe noch einmal, nur halt eben nach unten. Da sehen wir einfach so geschwungene Striche. Mal schauen, ob das dann auch Blumen werden unten oder nicht. Das werden wir uns dann noch überlegen.
So, das ist mal der erste Teil, also die Stängel quasi der Blumen. Und jetzt können wir oben dann noch unsere Blumen draufsetzen. Ich überlege gerade, welche Farbe die Blumen werden. Wir haben ja hier viel mit Gelb und Grün gearbeitet und hier mit Blau. Vielleicht jetzt noch eine andere Farbe oder auch nicht. Das entscheide ich jetzt intuitiv. Ich glaube fast, dass ich in dem Farbschema bleibe. Ich mag das irgendwie ganz gerne, in einem Farbschema zu bleiben. Also, oder in zwei. Es sind ja jetzt auch zwei, also Gelb und Grün Farben und Blau. Deswegen, ich würde sagen, wir machen unsere Blumen auch blau. Aber ihr könnt sie natürlich auch bunt machen, wenn ihr das nachmachen wollt, ja. Wir können auch ein bisschen blau mischen. Ich finde auch immer, dass Blau und Grün eine super Mischung ist. Und wir beginnen einfach mal mit der ersten Blume. Mal schauen, ob ich sie dann nachher noch mit einem Gelstift umrande. Aber jetzt erstmal machen wir unsere Blumen. So, liebe Leute, jetzt könnt ihr mir wieder zusehen, wie ich das Ganze erschaffe in Echtzeit. Ich werde das Video diesmal auch wieder in Echtzeit laufen lassen und eventuell eine Musik drunter legen. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen und wir hören uns nachher noch mal kurz, wenn das Bild dann final fertig ist. Und genau, eine Sache noch, wenn ihr irgendeine Frage habt oder sogar zwei Fragen habt, dann scheut euch nicht, mich zu fragen. Ich beantworte euch die Fragen sehr gerne. Ja, ganz kurz nur, jetzt ist mir doch aufgefallen, dass ich gerne die Magentafarbe noch nutzen möchte. Also machen wir das. Also nicht wundern, falls ich jetzt auch noch irgendwelche Farben einbaue. Das ist so beim intuitiven Malen, da kommen oft die Sachen, also die unterschiedlichsten Dinge, die man sich vielleicht gar nicht erwartet. So. Okay, ich habe gesagt, das war das Letzte, was ich gesagt habe, aber mir ist noch eine Sache eingefallen, das habe ich eh auch schon im letzten Video gesagt, falls ihr irgendwelche Grunzgeräusche oder ja, irgendwas hört, was vielleicht ein bisschen komisch klingt, dann ist das einfach mein Hund, also nicht schrecken. Oder meine Katze. Also ja, wollte ich nochmal bekannt geben. Und jetzt wirklich viel Spaß beim Zusehen, wie ich das Bild erschaffe. Thank you.
Kurzer Zwischenstand, und zwar möchte ich das Ganze jetzt trocknen lassen und dann weitermalen. Also wir sehen uns gleich wieder. So, das Bild ist jetzt so gut wie getrocknet. Hier ist leider ein bisschen was nass geworden, aber ja, hat wohl so sein sollen. Na gut, wir können weitermachen mit dem Bild. Und ihr könnt mir wieder, wie gesagt, wieder beim Prozess ganz zuschauen. Thank you.
So Leute, ich habe jetzt ein bisschen mit Buntstift hineingemalt, weil ich das hier so ein bisschen schöner machen wollte, den Kreis, ja. Und jetzt können wir dudeln. Aber ich möchte, wie gesagt, nicht überall dudeln, aber hier auf der Seite möchte ich ein bisschen mit Schwarz dudeln. Ich überlege gerade, ob ich das mit Buntstift mache oder mit dem Fineliner. Schauen wir mal ganz kurz, wie das aussieht. Nein, ich mache mit Fineliner. Das ging schnell. Und zwar, warte mal, mit diesen hier von Uniball A Micro heißt der. Das ist, wie viel hat der? Warte mal, steht leider nicht drauf. Aber naja, auf jeden Fall, mit denen hier mache ich das. Ich suche gerade, ob das irgendwo drauf steht.
Auf jeden Fall ist das ein dünner. Auf dieser Seite möchte ich, wie gesagt, dudeln. Und wir beginnen auch schon. Es wird ja ein Fantasieauge, deswegen darf alles sein. Das ist nicht cool. Das Coole an der Kunst ist ja, dass immer alles sein darf und dass jeder darf sich so ausdrücken, wie er möchte. Das darf man natürlich im echten Leben auch, aber ja. Genau.
So, wer hätte es gedacht? Das Bild ist fertig. Nach gefühlt 4 Stunden, ich glaube, es waren tatsächlich auch 4 Stunden oder 3 Stunden vielleicht. In jedem Fall, es hat mir unendlich viel Spaß bereitet und Freude bereitet und natürlich auch Spaß bereitet. Ja, das ist das Ergebnis. In der Mitte wollte ich, wie gesagt, nicht dudeln. Hier habe ich ein bisschen gedudelt. Das hört hier zwar ein bisschen ruckartig auf, aber ja, ich weiß nicht. Irgendwie gefällt mir das so. Hier oben haben wir, wie ihr eh unschwer erkennen könnt, die Wimpern, die zu Blumen geworden sind. Unten habe ich mich dazu entschlossen, dass einfach die Wimpern so bleiben. Und ja, versteckt sich da auch das ein oder andere Tier. Wer es vielleicht schon entdeckt hat, ja, freut mich. Ansonsten zeige ich es dir. Und zwar hier ist so eine Schnecke und hier ein Schmetterling. Das sind alles so Fantasiewesen. Und ja, wie gesagt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe heute auch mehrere Medien, meine ich, genommen, genutzt. Also nicht nur Aquarelle, sondern eben auch Buntstifte und Fineliner. Und ja, das hat mir irgendwie auch sehr viel Freude bereitet, auch mal mit anderen Medien zu malen und zu zeichnen, ja. Also mit Buntstiften zeichnet man ja. Genau, das ist das Ergebnis. Ich bin gespannt, wie es dir gefällt. Das kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich, von dir zu hören und freue mich natürlich auch, wenn du mir ein Like schenkst und einen Kommentar und ein Abo. Und ja, das würde mich auf jeden Fall, wie gesagt, freuen. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Alles Liebe und hab noch einen schönen kreativen Tag. Deine Sophie.